Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Carstens Koch und Finanztalk. Heute natürlich wieder im wunderschönen Designmöbelhaus Casanova hier in Wiesbaden. Und ich habe natürlich auch heute wieder einen besonderen Gast aus der Finanzbranche dabei. Es ist Maximilian Ritz. Er ist seit dem 5. Lebensjahr Vegetarier, ein absolut nachhaltig orientierter Mensch und er ist ein wirklicher Social-Media-Experte. Max, herzlich willkommen. Hi, Carsten. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Riesig. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Also ich habe ja gesagt, wir machen heute was rein Vegetarisches. Also wir kochen heute ohne Fleisch und backen ohne Mehl, ne? Ja, super. Und dann Kaffee schwarz und ohne Wasser, wie bei Chuck Norris. Ja, nee, ist klar. Also da ich meinen Kaffee eigentlich lieber mit Wasser trinke, schlage ich vor, wir backen heute mit Mehl, aber wir verzichten trotzdem aufs Fleisch. Ja. Prima. Guter Plan. Also, was gibt's heute? Ich habe extra für dich ein richtig umfangreiches, gutes, vegetarisches Hauptgericht mitgebracht, das auch ganz einfach zum Nachkochen ist. Wir kochen heute ein rotes Linsencurry. Also mit roten Linsen, viel Gemüse, ein paar Kartoffeln. Wenn du möchtest, mit ein bisschen Koriander. Na, eher nicht so, okay. Wir also dann zur Deko nehmen. Dann nehmen wir ihn bei dir nur zur Deko. Wer mag, kann da natürlich ein bisschen Koriander drauf machen. Es kommt noch Kokosmilch rein. Und dazu gibt es ein ganz schnelles, einfaches Pfannenbrot. So eine Art Naanbrot, wie man das vom Inder kennt. Ja. Bock drauf? Ja, super Bock drauf. Da bin ich gespannt. Ja? Cool. Dann würde ich sagen, lass uns einfach loslegen. Auf geht's. Erstmal die Mohrrüben schälen, die Kartoffeln schälen und ich helfe dir so ein bisschen mit dabei, gehe dir ein bisschen zur Hand. Wir können ja ein Battle draus machen, wer schneller fertig ist mit seinem Gemüse. Die Finger sollten dranbleiben. Ne? Die sollten auf jeden Fall dranbleiben. Und dann lass uns einfach mal loslegen, würde ich sagen. Ne? Alles klar, auf geht's. Prima. Ich nehme in der Zwischenzeit, wenn Max da die Mohrrüben macht, kümmere ich mich um den Sellerie, weil in unser Linsencurry kommt Sellerie, Zwiebeln, bisschen Petersilienwurzel, Knoblauch, Lauchzwiebeln und natürlich die Mohrrüben und die Karotten, um die sich Max gerade kümmert. Funktioniert echt gut, der Schäler hier, muss ich sagen. Echtes Profigerät aus dem Supermarkt. Echt? Ja, klar. Max, du bist ja seit dem 5. Lebensjahr Vegetarier, ne? Ja. Wie kommt das eigentlich? Was war der Grund dafür? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da tatsächlich heute Morgen auf der Frage, aber ich wusste, dass die Frage kommt. Ja. Habe nochmal drüber nachgedacht. Ja. Also so richtig weiß ich es gar nicht. Mit 5, ist ja relativ früh. Dann kann ich mich ehrlich gesagt noch nicht so richtig dran erinnern. Aber ich habe eine Erinnerung ich komme vom Dorf, ja, an so ein Dorffest. Ja. 850 Jahrfeier oder so. Und da wurde auch traditionell geschlachtet. Ja. Ich war aber zu dem Zeitpunkt schon Vegetarier, aber kann mich da noch ganz genau dran erinnern, wie die das Schwein so mit so einem Strick hinten am Bein hatten und so und dann einer hingegangen ist. Ne? Ich glaube erst mit so einem Bolzenschussgerät, obwohl wenn sie es traditionell gemacht haben, dann... Ja, ich verstehe egal, schon. Gehen wir gar nicht weiter drauf ein. Wollte ich gerade sagen. Aber so eine Situation könnte es gewesen sein, die mich dann schon in jungen Jahren dazu gebracht hat, kein Fleisch mehr zu essen. Und heute ist es so, also mir fehlt nichts, ja. Und du siehst ja auch gesund aus. Ja, danke. Und ich kann das auch gar nicht essen, weil es schmeckt mir auch nicht. Fleisch schmeckt mir einfach nicht. Ja? Egal welches? Nee. Geht stark. Nicht. Ja. Stark. Also das ist ja dann nicht irgendwie eine missionarische Überzeugung, nur des Tierwohls wegen, sondern auch einfach des Geschmacks wegen. Genau, des Geschmacks wegen und das hat natürlich einige positive Nebeneffekte. Einmal das Tierwohl, aber auch, du sagst es ja schon, ich mache viel im Bereich Nachhaltigkeit. Natürlich, meine CO2-Bilanz sieht im Hinblick auf Fleisch ganz anders aus als die eines Fleischessers. Ja? Okay, ich sag jetzt mal nichts dazu, aber ja, da hast du natürlich völlig recht. Aber Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein weiteres Stichwort. Du bist bei der EBSIM. EBSIM ist die Fondsgesellschaft der Evangelischen Bank. Was machst du da genau? Also ja, wie du es schon sagtest, das EB in EBSIM steht für Evangelische Bank. Und ich bin da im Vertrieb tätig. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, unsere nachhaltigen Fonds an den Mann zu bringen. Also Gemüsefonds, ja? Wie das, was wir hier heute verwenden, oder? Das ist ein grüner Fonds. Ja, genau, so ähnlich, ja. Ja, verstehe. Also nachhaltige Fonds. Was heißt nachhaltige Fonds? Das sind Fonds, die bestenfalls darauf einzahlen, ein gewisses Nachhaltigkeitsziel zu erreichen. Da gibt es ja diese
Sustainable Development Goals. Das sind 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Erde von den United Nations. Die sogenannten SDGs. SDGs, genau. Ja. Ein Ziel unseres Flaggschiff-Produkts ist eben die Erreichung dieser Ziele und insbesondere eben halt der ökologischen Ziele. Und das ist ein sozusagen dunkelgrüner Fonds. Man kann da unterscheiden zwischen hellgrünen und dunkelgrünen Fonds. Und der Fonds, der wirklich Nachhaltigkeitsziele auch erreicht, das ist ein dunkelgrüner Fonds. Es gibt da noch so eine abgeschwächte Version. Die hellgrünen Fonds, da geht es in erster Linie darum, Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern auszuschließen. Verstehe ich das richtig? Die hellgrünen Fonds, das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich höre auf mit dem Rauchen oder nehme mir vor, abends nicht mehr jeden Abend ein Glas Wein zu trinken, sondern vielleicht nur noch an Feiertagen. Also ich vermeide negative Dinge für meinen Körper. Und wenn ich jetzt einen dunkelgrünen Fonds habe, dann vermeide ich nicht nur Sachen, die mir nicht gut tun, sondern ich fange auch nochmal an, mehr Sport zu machen und irgendwie gesünder zu leben, insgesamt mehr aktiv zu sein und habe dann einen Impact für meine eigene Gesundheit. Ja. Kann man das so sagen? Super, schön verbildlicht. Ja, genauso würde ich es ganz einfach beschreiben. Dann tun wir heute ganz viel für uns, weil auch das, was wir heute kochen, könnte man eigentlich in die dunkelgrüne Richtung schieben. Denn es sind alles frische Gemüse mit viel Vitamine. Wir haben Ballaststoffe dabei. Durch die Linsen auch einen hohen Proteinanteil. Also eigentlich tun wir uns richtig was Gutes heute. Ja, aber vielleicht noch mal kurz, um auf die Fonds zu sprechen zu kommen. Für Privatanleger, du hast ja eben schon gemerkt, wie komplex ich das erklärt habe. Für Privatanleger ist das unheimlich schwer herauszufinden. Also mal angenommen, du möchtest wirklich mit einem guten Gewissen investieren und trotzdem noch eine attraktive Rendite erzielen. Das ist für Menschen, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, wirklich schwierig, einen Fonds zu finden, der auch wirklich nachhaltig ist. Ich finde, das hat grundsätzlich beim Thema Anlage irgendwie eben auch viel damit zu tun, wie ein Berater von der Bank oder auch ein Finanzberater, ein freier Berater, ist egal wer, wie gut jemand das erklären und vermitteln kann. Ja. Also mir geht es immer so, wenn jemand, gut, jetzt komme ich aus der Finanzbranche, keine Ahnung, irgendein anderes Beispiel, wenn mir irgendjemand technische Zusammenhänge erzählt und erklärt, als wäre ich der große Experte und dann stehe ich daneben und weiß von nichts, dann steige ich natürlich irgendwann aus. Ja. Also ich glaube, die Kunst liegt gerade bei so Nachhaltigkeitsthemen ja auch darin, mach es so einfach und so bildlich wie möglich, um es auch für einen Privatkunden nachvollziehbar zu machen. Ja? Also wie würde man Nachhaltigkeit eigentlich definieren? Also in erster Linie muss man für sich selber als Investmentgesellschaft erstmal festlegen, welche Branchen sind für mich eigentlich nachhaltig. Weil das ist eigentlich auch das, worauf ich eben ein Stück weit hinaus wollte. Viele nachhaltige Fonds, diese hellgrünen Fonds, ja, oder auch ETFs, sind ja in aller Munde. Viele Leute investieren ja in ETFs. Da ist es so, da werden sogenannte Best-in-Class-Ansätze gefahren. Das heißt, aus jeder Branche kommt das nachhaltigste Unternehmen in so einen ETF. Und da kommen natürlich auch die nachhaltigsten Ölunternehmen und die nachhaltigsten Gasunternehmen. Und da schließt sich wieder der Kreis mit, ist es wirklich nachhaltig, wenn ich ein Ölproduzent genau, bin? Genau, der Endverbraucher glaubt, er ist hier super nachhaltig investiert, aber hat dann trotzdem noch die nachhaltigsten Ölunternehmen in seinem Portfolio. Und das ist für uns bei der EBSIM eben definitiv nicht nachhaltig. Und das beweist für mich einmal mehr und das unterstreicht das Ganze. Es kommt am Ende des Tages nicht nur auf den Endkunden an, der sich vielleicht im Vorfeld schon irgendwie Gedanken macht und informiert, sondern auch über den Berater. Da bist du ja im Grunde genommen auch so eine Art Dolmetscher. Genau. Ja? Und du in deiner Position gibst natürlich ja auch den entsprechenden Finanzberatern, Finanzunternehmen, die eure Produkte in ihren Vertrieb mit aufnehmen, denke ich mal auch die Hilfsmittel dafür an die Hand, dass sie da entsprechend auch klar sagen können, es geht um Nachhaltigkeit, die eher dunkelgrün ist als, sagen wir mal, leicht hellgrün. Richtig. Max, du als Vegetarier, der du ja schon lange ein solcher bist, du hast bestimmt schon, da wette ich drauf zu, neulich gebe es ja zu, ich bin manchmal, obwohl ich gerne frisch koche, auch so ein Junkfood-Esser. Und bin über eine Werbung gestolpert von Burger King. Normal oder mit Fleisch? Ja, kenne ich. Habe ich mir gedacht. Kenne ich. Kennst du, ne? Ja. Kann ich eine Geschichte zu erzählen? Jetzt bin ich gespannt. Und zwar
waren wir vor kurzem im Urlaub auf dem Weg nach Österreich. Diese Werbekampagne ist übrigens auch von Burger King Österreich, also scheinst du auch in Österreich gewesen genau. zu sein, Carsten. Ja? Genau. Und da habe ich auch diese Kampagne gesehen und da musste ich schon wirklich zweimal hinschauen, weil wie gesagt, ich bin seit meinem 5. Lebensjahr Vegetarier, seit 30 Jahren und wenn ich da lese, normal oder mit Fleisch und mal zurückdenke an meine Kindheit, dann war das alles andere als normal und bei Burger King und McDonald's, da gab es außer Pommes für mich eigentlich gar nichts zum Essen. Pommes und Salat. Pommes und ich glaube noch nicht mal, dass es damals schon Salat gab dort. Ja, da magst du recht haben, das stimmt. Nee, und deswegen, also ich bin jetzt auch kein, heute kannst du, genau, jetzt müssen wir erstmal aufklären, was es damit auf sich hat. Normal oder mit Fleisch steht für die neue Ausrichtung des Produktsortiments von Burger King, wo du jetzt das gesamte Burger-Sortiment plant-based bestellen kannst und wenn du willst sogar vegan. Ja? Ich übersetze mal eben, plant-based heißt rein pflanzlich. Rein pflanzlich und das sind diese Patties, die aus Soja hergestellt werden. Ich bin aber ehrlich gesagt kein Freund von diesen Patties, weil wie gesagt, als ich klein war, gab es sowas nicht. Und schmecken die nicht oder warum bist du kein Freund davon? Naja, sie schmecken halt nach Fleisch und wir hatten ja am Anfang schon so das Thema, dass jetzt das gar nicht so... Jetzt komme ich nach Hause. Ja, der Fleischgeschmack ist ja auch noch nicht. Richtig. Ja, okay. Und deswegen, ich bin auch so groß geworden, meine Oma kann es übrigens heute noch nicht glauben. Ja? Ich habe früher immer so Sprüche mit Junge, du musst Fleisch essen. Du musst essen. Doch was essen. Ich sage, Oma, ich esse doch. Ja. Und du hast ja am Anfang eben auch gesagt, heute gibt es nur Beilagen. Ja? Mit Beilagen bin ich groß geworden. Und wie wir heute sehen, vegetarisch kann unglaublich lecker und facettenreich sein. Absolut, ja. Übrigens, wenn ihr noch mehr vegetarische Gerichte sehen wollt und kennenlernen wollt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht auch mal einen Tipp, welches Gericht ihr von mir gerne mal gekocht haben wollt. Bin gespannt. Gibt es denn eigentlich dann das Rezept auch in den Shownotes? Oder? Danke für den Hinweis. Selbstverständlich, wie üblich, findet ihr auch dieses Rezept natürlich unter dem Video in den Shownotes. Mit allen Angaben, Mengenangaben, auch gerade nachher für das Naanbrot braucht es natürlich Gramm genau. Beim Kochen ist das hier nicht immer so wichtig. Aber ich weiß inzwischen auch, Backen ist nicht Kochen und Kochen ist nicht Backen. Also beim Backen muss man schon genau auf die genaue Zutatenmenge achten. Das kriegt ihr dann alles in den Shownotes. Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann ist eher so, okay, das schnell fertig machen. Aber wenn ich Lust drauf habe, so wie heute, dann kann ich mich da richtig drin verlieren. So. Ich muss auch sagen, ich kriege immer die Frage gestellt, ich mache das häufig abends auch, dass ich zu Hause nach getaner Arbeit mich hinstelle und für meine Frau und für mich noch irgendeine Kleinigkeit koche. Da gucken mich manche Freunde an und sagen, wie war's? Dann stellst du dich nur in die Küche, wie aufwendig ist das denn? Nein, das ist für mich nicht Aufwand. Ja, natürlich ist es Aufwand, aber es ist für mich kein Stress oder kein schlimmer Aufwand. Es ist wirklich meditativ und es ist entspannend. Und wenn man hinterher was Frisches zusammengeschnippelt und gekocht hat, weiß man auch, was man gemacht hat. Also das ist nochmal eine schöne Bestätigung, so gut getanes Tagwerk, weißt du? Und für mich ist es halt auch so reine Meditation. Ja, ist genauso übrigens wie Holzhacken. Ja. Holzhacken ist auch so ein Ding, mache ich unheimlich gerne. Echt? Ja. Kann ich jetzt nicht mithalten. Also ich habe eine Kettensäge zu Hause, weil wir ziemlich viele Gestrüpp und überschüssige Bäume hatten, die dann doch weichen mussten. Aber Holzhacken ist... Und du gräbst gerne Wurzeln aus, hattest du mal gesagt, oder? Unglaublich gerne, das ist fantastisch. Das ist so ähnlich wie wenn du keine Lust hast zu kochen und es muss schnell gehen. Ist deine Frau da die Köchin oder wechselt ihr euch ab? Machst du das auch manchmal? Ja, tatsächlich in erster Linie macht es meine Frau. Aber wenn ich Lust und Zeit habe, dann mache ich das auch mal sehr gerne. Dann steht sie allerdings dann immer ganz ungeduldig neben mir und will mir irgendwelche Anweisungen geben, was ich besser machen kann. Also wir haben eine klare Rollenverteilung zu Hause. Ich koche und meine Frau isst. So, du kannst einfach schon mal noch weiter schnippeln und ich würde in der Zwischenzeit einfach schon mal unseren Teig für das Pfannenbrot ansetzen. Der muss nämlich noch ein bisschen ruhen. Und insofern gucken wir uns das jetzt mal an, wie das funktioniert. Für unser Pfannenbrot habe ich hier schon mal abgewogen. 150 Gramm Mehl, ganz normales 405er Weizenmehl, ab damit in den Topf. Dann kommt natürlich eine kleine Prise Salz damit rein. Es gibt natürlich auch Teigsorten, die funktionieren mit Hefe. Da braucht ihr aber ein bisschen mehr Zeit für. Die müssen nämlich gut und gerne eine Stunde ruhen. Und das Rezept hier ist mit Backpulver. Also wir nehmen jetzt
ungefähr so einen Löffel Backpulver mit in das Mehl mit rein. Das können wir einfach nur schon mal ein bisschen verrühren, dass das Backpulver, das Mehl und das Salz schon eine gute Verbindung eingehen. Dann nehmen wir von unserer Gewürzmischung, da habe ich vorhin noch gar nicht zu gesagt, es wird ja exotisch heute. Wir haben nachher für das Linsencurry normalen Curry, dann habe ich noch so ein Stück weit indischen Curry, der ist ein bisschen schärfer, hat ein bisschen mehr Power, etwas Harissa, auch das so ein indisches, scharfes Gewürz. Wir haben Rosenpaprika und Kreuzkümmel. Und hier natürlich noch etwas Lorbeerblätter. Und von dem Kreuzkümmel, da tun wir einfach auch schon mal ein bisschen was in unseren Teig für das Naanbrot. Das passt nämlich dann hervorragend zusammen. Ihr könnt den Brotteig natürlich nach Belieben auch mit Curry, mit Paprika, mit Gewürzen, mit ganz vielen anderen Kräutern nach Belieben aufpimpen, so wie es euch schmeckt. Ich belasse es jetzt einfach dabei, dass wir hier so ein bisschen Kreuzkümmel mit reintun. Und dann brauchen wir noch Flüssigkeit. Einmal einen Löffel Olivenöl. So. Das reicht schon. Und auch das habe ich abgewogen. 100 Gramm Joghurt. Statt Joghurt kann man auch Wasser nehmen. Ich finde aber, Joghurt macht den Teig schön cremig und sorgt dafür, dass das Ganze auch ein bisschen aromatischer wird. Das wird dann so ein richtig fluffiges, softes Brot. Das wird jetzt eine klebige Angelegenheit, das kann ich euch schon mal verraten. Noch nehme ich erstmal hier den Löffel, um möglichst viel von dem Mehl mit in das Joghurt einzuarbeiten und verbinden die Zutaten alle zu einem lockeren Teig. Guck mal, Max, das sieht schon fast aus wie ein richtiger Teig, ne? Sieht gut aus, ja. Ja, die ist mir ein bisschen trocken, also nehmen wir noch einen kleinen Spritzer Olivenöl damit drauf. Das kann passieren, wenn euch das nicht gleich so gelingt, dass es geschmeidig ist. Entweder ein bisschen Joghurt oder noch ein bisschen Öl dazugeben, dass sich das alles gut miteinander verbindet. Und dann lassen wir den Teig zugedeckt einfach mindestens mal 10 Minuten. Macht auch nichts, wenn es ein bisschen länger ist. Aber der muss jetzt einfach noch ein bisschen ziehen und ruhen. So, Carsten, ich bin dann fertig mit Schneiden. Zeig mal her, wie sieht denn das aus? War das gut geworden? Kann sie sehen lassen, oder? Kann man nicht buchen zum Schnippeln, ja? So, ich schneide noch gerade schnell die Zwiebeln und dann können wir eigentlich das alles schon aufsetzen. Was mich ja noch mal interessieren würde, Carsten, wie bist du eigentlich drauf gekommen, die beiden Themen Kochen und Finanzen zu verbinden und dann einen YouTube-Kanal draus zu machen? Ich berate ja meine Kunden auch in Richtung Digitalisierung. Und was gehört zur Digitalisierung dazu? Natürlich auch das gesamte Thema Social Media. Übrigens ein Thema, was du ja auch sehr gut kennst und kannst, wo wir gleich auch nochmal zu sprechen können. Was liegt da näher, als selber auch zu zeigen, dass ich auf Social Media aktiv bin? Ich habe einen Podcast, der ist rein fachlich orientiert. Das ist die Fit Finanz Lounge. Das beschäftigt sich sehr viel mit Themen, die für Finanzdienstleister wichtig sind. Und ich habe gedacht, warum nicht einen YouTube-Kanal aufmachen, aber nur über Projektmanagement, über Change-Themen, über finanzökonomische Zusammenhänge zu sprechen, wäre mir dann eigentlich, sagen wir mal, wieder zu speziell. Und habe gedacht, warum nicht mein Hobby und meinen Beruf miteinander verbinden? Denn also kochen tue ich eigentlich schon seit Kindheitstagen richtig gerne. Das erste Mal habe ich in der Grundschule beim Fasching in der 4. Klasse irgendwie Nudeln gekocht und da fing das Ganze an. Und es endet jetzt darin, dass ich sage, Kochen interessiert irgendwie jeden. Die Gerichte, die ich hier mache mit dir und mit anderen Gästen zusammen, die sollen immer so sein, dass sie einfach nachzukochen sind. Und warum das nicht mit einem netten Finanztalk und einer Finanzplauderei verbinden? Weil da wird vielleicht auch das ein oder andere an Mehrwert nicht nur für Finanzdienstleister dabei sein, sondern, wie wir gerade zum Thema grüne Fonds gemerkt haben, auch für andere. Finde ich eine super Idee, finde ich echt einen tollen Ansatz. Danke. Ja. Das ist ja auch genau das, was es ausmacht. So, ja? Wenn du als Finanzberater, du wirst das wahrscheinlich gleich bestätigen, auf Social Media unterwegs bist, dann bringt es nicht, dass du dort dein Portfolio, ja, dein Angebotsportfolio mit Preisen postest, das am besten dreimal am Tag und dann wird sich schon irgendwer melden. Es geht ja darum, das Interesse der Zielgruppe zu wecken. Ja? Das würde doch auch keinen kitzeln. Also, genau, das ist es. Wenn ich jetzt hergehen würde und würde, nehmen wir mal an, ich bin
bin Berater bei einer Bank oder auch als freier selbstständiger Finanzberater und würde im Grunde genommen den ganzen lieben langen Tag nur Content produzieren auf Social Media, der da heißt, mein Produkt A funktioniert so, mein Produkt B ist toll, weil und mein Produkt C müsst ihr unbedingt kaufen, weil das haben andere auch gekauft. Das funktioniert ja nicht. Social Media, das wirst du sicherlich gleich auch bestätigen können, hat doch pure Emotionen. Genau. Das ist Entertainment. Ja. Und ganz ehrlich, wo gibt es eigentlich mehr Emotionen als beim Kochen? Entweder positive Emotionen, weil es lecker ist und weil es meditativ ist oder weil es Spaß macht. Oder ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, negative Emotionen, wenn irgendwas schief geht, was anbrennt. Oder wenn meine Frau oder meine Gäste sagen, ja, das war jetzt nicht so lecker. Mhm. Dann stehst du einen halben Tag in der Küche und hast was Neues ausprobiert und denkst, ist ganz gut, aber war halt an der Zielgruppe vorbei. Ja. Aber daraus lernt man halt. Und so ist es, glaube ich, auch mit Social Media. Absolut, ja. Und wenn du eben auch auf die Emotionen der Leute eingehst, ja, und die wirklich emotional triggerst, dann erreichst du sie ja auch. Dann bringst du sie dazu, dein Video oder dein Content auf welcher Plattform auch immer zu schauen. Und die Leute lernen dich kennen. Ja, das ist dann, die kennen dich schon von Social Media. Und wenn sie dann bei dir als Finanzberater in deiner Beratung sitzen, dann vertrauen sie dir schon, weil sie kennen dich ja schon, ne? Aber das ist Stichwort Plattform. Was würdest du denn sagen, auf welcher Plattform sollte man heute als Finanzberater oder auch als Bank präsent sein? Kann man das so pauschal überhaupt sagen? Nee, pauschal würde ich sagen, geht es nicht. Das kommt ganz drauf an, erstmal, wer ist deine Zielgruppe und was ist dein Angebot? Das sind so Tipp Nummer 1, wenn du Finanzberater bist, auf Social Media starten willst. Überleg dir, welche Zielgruppe willst du ansprechen und welches spezifische Problem kannst du für diese Zielgruppe lösen. Übrigens, warum Max dazu so wunderbar im Thema ist, ich habe es ja vorhin kurz angedeutet, er ist wirklich Social-Media-Experte, denn bevor du bei der EBSIM angefangen hast, hast du langjährig selber Finanzberater zum Thema Social-Selling und genau. Social-Marketing beraten. Ne? Genau, eigentlich so ähnlich wie du. Und wie gesagt, wenn du dir erstmal im Klaren darüber bist, wer ist deine Zielgruppe? Mal angenommen, du hast dich dafür entschieden, Finanzunternehmern dabei zu helfen, Vermögen aufzubauen oder ihr Vermögen zu schützen, dann wirst du diese Unternehmer wahrscheinlich nicht auf TikTok finden, sondern schwierig. Also da gibt es bestimmt auch welche, aber den Großteil davon findest du auf LinkedIn und du findest sie dort vor allem wesentlich einfacher. Wenn du Nachwuchs Kunden in Anführungsstrichen gewinnen willst, dann gewinnst du die wahrscheinlich eher auf TikTok oder auf Instagram. Ja? Ja. Oder auf YouTube. Oder eben auf YouTube. Ja. Also folgt mir auf YouTube. Was sind aus deiner Sicht so, wenn man jetzt an Finanzberater denkt, ich berate einige, gerade so zum Thema Personal Branding, also wie man seinen eigenen Namen als Marke aufbaut. Das geht ja über das Thema Social Media hinaus. Mhm. Aber wenn jetzt so jemand sagt, ich will jetzt mit Social Media durchstarten. Was sind aus deiner Sicht die wesentlichen Do's und Don'ts? Also wie gesagt, sei dir klar, wer deine Zielgruppe ist und welches spezifische Problem du für die Zielgruppe lösen kannst. Und darum kann sich eigentlich dein Content drehen, ja, um deine Zielgruppe, um ein Problem oder mehrere, das deine Zielgruppe hat und eben um deine Lösung. Und du solltest halt nicht so platt dann immer Posts raushauen, wie ich es eben schon gesagt habe, wo es um Zahlen, Daten, Fakten geht, sondern das Ganze eben schön in einer Story verpacken, in Form von Storytelling. Und was ich damit sagen will, nur noch kurz zum Abschließen, in meinen Vorträgen ist, dass Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft angekommen ist. Das ist nichts Exotisches mehr. Und so ist es auch in der Finanzwelt. Ja? Nachhaltige Investments kriegst du an jeder Ecke. Ob sie dann wirklich nachhaltig, so nachhaltig sind, wie es auch außen drauf steht, das solltest du genau überprüfen. Das muss halt jeder für sich prüfen, ja. Aber am Ende, was ich sagen wollte, es geht doch ums Verkaufen. Jeder, der aus Businessgründen in sozialen Netzwerken unterwegs ist, der muss halt einen guten Weg finden, um sich und sein Produkt zu verkaufen. Mhm. Und es zu verkaufen. Richtig. Ja. Und ich habe neulich eine sehr coole Story gesehen, auch übrigens auf YouTube, von einem amerikanischen Verkäufer, der inzwischen an die 60 ist. Er macht jetzt nur noch Telefonverkauf. Und früher war das einer, der ist mit Staubsaugern von Tür zu Tür gegangen. Mhm. Hat geklingelt und hat ganz höflich und nett gefragt, kann ich Ihnen meinen Staubsauger vorführen? Und du ahnst es, man ahnt es sehr schnell. Was ist die Standardantwort? Nö. Nein, danke. So. Hab schon einen. Ja. Und dann hat er sich höflich verabschiedet.
grinst in die Kamera und erzählt dir dann die Geschichte dazu. Ja, und dann drehe ich mich um und sehe so, da steht ein neues Auto bei ihm in der Einfahrt. Drehe mich wieder zum potenziellen Kunden und sage, hey, aber Sie haben ein tolles Auto hier. Die Farbe gefällt mir extrem gut. Also, was ist das für ein Modell und für ein Motor und sonst was? Und dann kommt der Kunde raus aus der Tür, stellt sich stolz wie Bolle neben sein neues Auto und erzählt ihm 3 Minuten lang über das Auto. Er reagiert darauf, das heißt, es entsteht irgendwie Emotionen und eine persönliche Bindung. Und dann sagt er, ja, und dann habe ich einfach nochmal gefragt, sagen Sie, bei so einem coolen Auto brauchen Sie nicht auch einen coolen Staubsauger? Und 9 von 10 Leuten haben dann gesagt, ja, okay, kommen Sie mal rein. Also was will ich damit sagen? Werdet jetzt nicht zum Staubsaugerverkäufer, aber hört nicht beim ersten Nein vom Kunden auf, sondern achtet darauf, Emotionen rüberzubringen und eine persönliche Bindung aufzubauen. Genau. Das ist, glaube ich, das, worauf es hier ankommt. Und das geht halt nur mit Emotionen. Und das geht nicht mit, ich zeig dir mein schönstes Produkt, das kannst du später machen, sondern ich muss erst mal sagen, ich zeig dir mich als Persönlichkeit und ich bin an dir als Kunde interessiert. Ja. Wenn man das richtig vermittelt, dann haben wir auch, glaube ich, gewonnen. Absolut, absolut. Ein Fehler, den ich auch immer beobachte, wenn jemand auf Social Media als Finanzberater anfängt, ist, dass er erstmal versucht, möglichst viel Traffic zu bekommen. Ja? Möglichst viele Leute, die seine Inhalte ansehen, ja. Dann werden dann 1000... Die Likes-Könige. Die Likes-Könige, ne? Und da sage ich immer, lieber 1 Million Euro verdienen, als 1 Million Follower. Wenn ich Leute dazu berate, sage ich denen auch, guck auf organisches Wachstum. Ja. Es macht überhaupt keinen Sinn, keine Ahnung, nehmen wir mal Facebook, weil da auch relativ viele Finanzberater unterwegs ist, sind. Geh nicht her und kauf dir irgendwie planlos und sinnlos einfach irgendwie Werbung und sieh nicht zu, dass dein Content einfach beliebig ausgespielt wird. Dann kriegst du viele Likes. Ja. Dann ist passiert genau das. Hunderte, Tausende von Kunden finden deinen Beitrag irgendwie total cool. Und dann guckst du auf deinen Umsatz und guckst in dein Auftragsbuch und siehst irgendwie, hast nur Geld für Werbung ausgegeben, aber ist nichts mehr rumgekommen. Also Geld verdienen statt Likes und Herzchen sammeln ist die Devise, oder? So machen wir das. Kurz zu fassen. So, erstmal Power in den Topf bringen. Die sind ruhig ein bisschen feiner zu schneiden. Dann geben die nämlich viel mehr von ihrem Aroma ab. Max, der Herr vom Kochlöffel, kannst das einfach mal ein bisschen schon mal durchrühren. Und wir geben gleich zu Anfang eine Prise Salz mit dazu. Warum gleich zum Anfang? Das kenne ich auch noch nicht. Das Gemüse, in dem Fall die Zwiebeln, gleich schon ein bisschen besser das Aroma an. Aha. Man muss natürlich aufpassen, gerade wenn man so Linsen oder Hülsenfrüchte kocht, bitte nicht komplett vorher alles salzen. Sonst werden die entweder gar nicht weich oder du hast eine ewig lange Kochzeit. Das wollen wir an der Stelle vermeiden. Aber hätten wir jetzt keine Linsen, sondern würden nur Gemüse zusammen kochen als Gemüseeintopf, dann ruhig schon vorher gut salzen. Denn wie heißt es immer so schön, du kriegst hinterher das Salz oder die Würze nicht mehr rein ins Gemüse, sondern dann schwimmt es halt so drumherum. Jetzt können wir die Mohrrüben und die Kartoffeln dazugeben. So, dann kommen jetzt noch dazu eine Knoblauchzehe, Frühlingszwiebeln, Sellerie und Petersilienwurzel, die ich noch geschnitten habe. So, Max, weiter rühren bitte. Kräftig rühren. Einmal so schön unterheben alles. Jetzt kommen wir nämlich schon zu den ersten Gewürzen. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal Curry. Der kommt da schon mal rein. Frage, warum Curry ja, aber Paprika jetzt noch nicht reintun? Wüsstest du das? Nee. Keine Ahnung. Curry ist ja nichts anderes als eine Gewürzmischung aus verschiedenen Kräutern und Samen, die am Ende ihren Geschmack entfalten und ihre ätherischen Öle, die darin gebunden sind, wenn man sie mit anbrät. Mhm. Paprika als solches, wenn du den mit anbraten würdest, der würde ganz schnell bitter werden. Der verbrennt ganz schnell. Ah. Also merke, Kräuter, also sowas wie, oder Gewürze wie Paprika oder Harissa, was wir noch haben, geben wir später dazu. Aber Curry, den gleich von Anfang an. Du weißt, was das ist? Chili, oder? Richtig. Und in dem Zusammenhang gibt es jetzt die feurigen Fragen an den Fachmann. Oh. Ja. Mein lieber Max, jetzt wird es ganz wichtig und ganz high sophisticated. Erste Frage. Berge oder Meer? Kommt drauf an. Aber eigentlich eher Berge. Kino oder Theater? Ah, Kino.
AC/DC oder Mozart? Ist beides nicht meine Musikrichtung, aber dann schon eher AC/DC als Mozart. Was ist deine Musikrichtung? Schlager? Ja, genau. Helene Fischer. Nee, ich höre gerne so elektronische Musik. Ja, das höre ich schon am liebsten. Okay, dann bin ich jetzt nicht atemlos. Wunderbar. Birkenstock oder Sneaker? Sneaker. Ich bin ein absoluter Sneaker-Fan. Ja. Vegane Sneaker? Klar. Sehr gut. Sehr gut. Sehr vorbildlich. Und last but not least, dein Nutella-Brötchen mit Butter oder ohne? Naja, ohne. Ganz klar ohne. Ja. Ich verstehe nicht die Leute, die das mit Butter essen. Ja. Mein Freund. Aber dann habe ich auch noch mal eine Frage an dich. Der, das oder die Nutella? Dem Nutella. Ich habe mal eine halbe damit reingegeben. Sag mal her, wie sieht es denn jetzt aus? Es riecht auf jeden Fall unglaublich gut schon. Also, wie gesagt, wenn ihr das riechen könntet, das ist schon wieder... Boah. Jetzt tomatisieren wir das Ganze. Okay. Tomatisieren heißt? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, wenn wir sozusagen asiatisch kochen, dass wir da Tomatenmarken reinmachen. Es ist, lass dich überraschen. Trick 17, oder? Trick 17, genau. Also nach Gefühl, 1,5 Esslöffel. Jetzt kannst du das bitte alles schön mit dem Tomatenmark vermengen. Dafür geben wir jetzt wieder richtig Power drauf. Dann entwickeln sich nämlich noch schöne Röstaromen. Aber warum machen wir jetzt da Tomatenmark dran? Das hast du, glaube ich, eben noch nicht aufgelöst, oder? Das ist wegen der Röstaromen. Ne? Das Tomatenmark gibt Röstaromen und hat so eine Kombination aus einer schönen Süße und einer feinen Säure. Mhm. Das gibt einfach dem ganzen Gemüsegericht noch einen kräftigeren Geschmack. Das ist übrigens auch ein gutes Geheimnis für vegetarische Gerichte. Mhm. Also nimm mal zum Beispiel das klassische Ratatouille. Ja? Ratatouille-Gemüse, Paprika, Zucchini, Auberginen üblicherweise und noch ein paar Zwiebeln dabei. Wenn du die so in die Pfanne haust, auch lecker, aber so richtig Bums kriegt das Ganze eigentlich erst durch das Tomatenmark. Schön angeröstet, das Tomatenmark, man sieht auch die Farbe hat sich schon verändert. Ne? Ja. Ist nicht mehr so tomatig rot. Jetzt kommt die Gemüsebrühe zum Einsatz. Der grüne Fond. Noch nicht gleich alles. Wir gießen erstmal auf. Wenn wir das alles schön einkochen, alles das, was sich so am Boden auch abgesetzt hat, verbindet sich jetzt. Das kocht jetzt ein bisschen wieder lose. Und das verbindet sich alles. Und jetzt gießen wir einfach den Rest. Wir brauchen ungefähr für die Linsen nachher auch 2 Liter Brühe. Die Linsen kommen hier rein, oder? Später? Die kommen später noch da rein. Ja. Nur die brauchen, das sind ja, guck mal. Die sind ja ganz klein, also die brauchen deutlich kürzer an Kochzeit als das, was wir da jetzt im Topf haben. Und jetzt kommt die Zeit, wo wir den restlichen Teil der Gewürze damit reinpacken. 1-2 Lorbeerblätter und die anderen Gewürze. Max, es einmal umrühren bitte, Max. Das muss jetzt mit geschlossenem Deckel circa gute 10 Minuten vor sich hin kochen. Guckt einfach mal, dass die Gemüse noch nicht ganz zerkocht sind, sondern dass sie dann noch eine schöne Bissfestigkeit haben, aber schon ein bisschen angekocht sind. Weil wenn wir die Linsen dazugeben, brauchen wir auch noch mal so circa 10 Minuten. Und dann ist unser Linsengericht fertig. Dann würzen wir es noch ein bisschen. Da kommt gleich noch ein bisschen Balsamico drauf. Also ist ja auch komisch, ne? Wir kochen was eher asiatisch-indisches. Und dann haben wir aber noch eine Würzung, also eine Zugabe, die ja eigentlich eher europäisch ist. Ich habe hier wunderbaren alten italienischen Balsamico. Das ist kein Balsamico Crema, sondern das ist 15 Jahre alter Balsamico. Wow. Der ist einfach 15 Jahre gereift. Man kann auch in Balsamico investieren, ja? Habe ich mal gehört, gesehen. Und zwar, der Anbieter, da war das so, die haben dann auch eine mega Story drum gebaut. Das wurde auf dem Berg, irgendwo in irgendwelchen Stollen, ganz oben auf dem Berg gelagert, der Balsamico, auch 15 Jahre lang. Und du konntest die Zeit, wo er da oben in den Fässern liegt, investieren. Mm. Mega. Sehr, sehr gut. Ja, also Leute, wenn ihr Balsamico kauft, nicht im Supermarkt diese Plastik-Quetschflaschen nehmen. Das ist eigentlich nichts anderes als Zuckercouleur mit ein bisschen Traubenmost vermischt und
naja, nichts anderes als, sagen wir mal, Zucker mit Essig. Und das hier, das ist klassischer Balsamico, einfach lange gereift und lange gelagert. Und dann wird er wirklich sirupartig, kriegt eine eigene Süße durch den Traubenmost, der da ja drin ist. Kostet ein bisschen mehr, ist aber auch geschmacklich eine ganz andere Liga. Und das ist dann auch nachhaltig, weil da muss jetzt nicht noch Industriezucker reinpacken. Und Max, was sagst du? Lecker, lecker. Geht schon in die richtige Richtung? Mhm. Max, wo wir gerade über Nachhaltigkeit gesprochen haben vorhin, ne? Du als Finanzexperte. Mir ist zumindest häufiger schon mal die Frage begegnet, Nachhaltigkeit oder zumindest die Aussage, Nachhaltigkeit, na, da muss man mal gucken, kostet ja im Zweifel auch Rendite. Also lieber habe ich den Fokus auf gute Performance, als dass ich jetzt wirklich auf Nachhaltigkeit gucke. Mhm. Wie ist denn da deine Sichtweise dazu? Also ich kenne die Frage, ja, die höre ich auch öfter. Und meine Sichtweise dazu ist, also wenn man sich mal Indizes anschaut, ja, die im Prinzip das gleiche Anlageuniversum abbilden, zum Beispiel MSCI World und MSCI World SRI, Socially Responsible Index. Dafür steht dieses... Also ist der gleiche Index, aber dann mit nur nachhaltig gerateten Unternehmen, richtig? Genau, genau. Okay. Ja. Und wenn man das mal anschaut, dann entwickelt sich dieser SRI besser. So. Es gibt noch keine Studien, die das wirklich wissenschaftlich belegen. Aber wenn wir alleine mal überlegen, wir haben ja vorhin über diese SDGs, ja, die Sustainable Development Goals, gesprochen. Um diese Ziele zu erreichen, werden jährlich 4,5 Billionen Euro gebraucht, die zusätzlich investiert werden müssen. 4,5 Billionen Euro. Das sind wie viele Nullen hinten dran? Jetzt hast du mich, Carsten. Keine Ahnung. Also 4,5 Billionen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Genau. Und die Politik unterstützt das ja, ja. Von dem her, wenn man das langfristig betrachtet, der Kapitalbedarf ist da, die Politik unterstützt es. Es kann sich nur besser entwickeln als nicht nachhaltige Unternehmen. Ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass es von der Seiten der Regierung, Seiten der Gesetzgebung in Deutschland und auch in der EU immer klarere Leitplanken gibt, die in Richtung Nachhaltigkeit orientiert sind, wird es, glaube ich, irgendwann umso schwieriger für Unternehmen, die sich nicht nach diesen Nachhaltigkeitskriterien ausrichten. Dann geht es dir am Ende so, oder den Unternehmen am Ende vielleicht so wie Nokia, hat jetzt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, aber mal als Beispiel. Nokia war Marktführer im Bereich Mobiltelefone und hat nie geglaubt, dass Smartphones irgendwie eine größere Relevanz haben als ihre eigene starke Marke. Und siehe da, dann kam Apple mit dem iPhone. Und seitdem ist Nokia eigentlich Geschichte. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mit nicht nachhaltigen Unternehmen am Ende des Tages ähnlich läuft. Ja, und du sagtest, wenn wir jetzt nochmal auf das, was du vorhin gesagt hast, zurückkommen, dieses ein gesundes Unternehmen ist doch automatisch schon nachhaltig. Da müssten wir ja nochmal gesund definieren. Weil wenn ein Unternehmen beispielsweise schlecht mit Menschenrechten verfährt, ja, dann könnte er sich dann irgendwann ein Problem daraus entwickeln. Das könnte zu rechtlichen Problemen, zu Kosten führen. Ja? Und ich würde mal sagen, so ein Unternehmen hat ja definitiv mindestens schon mal einen Schnupfen. Richtig, ganz genau. Ja. Oh, geil. Geil, das ist super. Jetzt kommen gleich die Linsen mit da rein, aber vorher machen wir das Ganze noch ein bisschen cremiger durch Kokosmilch. Das ist natürlich auch eine, die ist wirklich schön cremig. So. Und jetzt geben wir die Linsen dazu. Bitte umrühren, Herr Kollege. Das lassen wir jetzt noch 10 Minuten kochen und in der Zwischenzeit können wir uns jetzt um unser Pfannenbrot kümmern. So, jetzt kümmern wir uns um unser Pfannenbrot auf die gemehlte Fläche. Geben wir jetzt unseren Fladen. Ich sage jetzt bewusst Fladen. Wir wollen ja jetzt hier kein Pizzaboden backen, sondern einfach ein schönes Brot. Mit dem Handballen kann man das schön zu so einer runden Form ausweiten. Guckt, dass das nicht zu dick ist. Also so circa ein Zentimeter. So. Unser Brotfladen ist vorbereitet. Das macht unsere Platte hier. Zeig mal. Mhm.
Spannend. Abracadabra. Da geben wir jetzt wieder etwas Öl drauf. Und man sieht, es kriegt schon die notwendige Hitze. Wir müssen das hier nochmal ein bisschen verteilen auf der Platte. Bei dem Brot müsst ihr aufpassen. Das braucht anfangs in der Pfanne. Ich mache es jetzt hier ja, wie gesagt, auf der Grillplatte. Genauso funktioniert das auch in der Bratpfanne. Die muss anfangs viel Hitze haben, aber achtet darauf, die Hitze dann immer zu kontrollieren, dass euch das nicht anbrennt. So, wollen wir mal gucken, wie sieht es aus von unten? Ja, es wird schon leicht hellbraun, aber das darf ruhig noch ein bisschen. Max, Nachhaltigkeit, ne? Jetzt kann ich mal schlaumopsen. Weißt du eigentlich, wo der Begriff Nachhaltigkeit herkommt? Ja, und zwar, das war doch dieser Förster, Karl von Karlowitz, oder? Karl von Karlowitz, aus der Forstwirtschaft kommt das, ganz genau. Wobei, genau genommen war Karl von Karlowitz, der war ja gar kein Förster. Richtig, gut aufgepasst. Was war er? Bergmann. Der Begriff Nachhaltigkeit kommt tatsächlich im weitesten Sinne aus der Forstwirtschaft, aber eben aus dem Bergbau. Also Karl von Karlowitz war Bergmann. Und für den war das Thema Nachhaltigkeit wirklich ein rein ökonomischer Aspekt. Denn früher hat man für den Bergbau zum Abstützen von ganzen Stollen und Schächten natürlich Holz genutzt. Und wenn man viele Schächte gräbt, braucht man viel Holz. Und wenn man das 5 Jahre betrieben hat und viel Holz abgeholzt hat, ja, da muss ja irgendwo wieder was nachkommen. Und so ist ja dann diese Holzwirtschaft entstanden, zusätzliches neues Holz anzupflanzen, neue Bäume zu pflanzen. Und dann ist das eigentlich die Geschichte der Nachhaltigkeit. Die Idee ist ja, um es kurz zu fassen, ernte niemals so viel wie nachwächst. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? Ach, jetzt, das müsst ihr sehen. Aha. Max, das sieht geil aus. Guck mal. Boah. Gut aus. Ja. Und außen schon schön kross. Mhm. Nehmt gerne ein kleines bisschen flüssige Butter oben drüber und noch zusätzliche Gewürze. Dann habt ihr noch mal einen richtigen Aromakick dabei. Mhm. Ich krieg Hunger. Ich hab schon. Max, wenn wir hier jetzt was essen, müssen wir natürlich auch was Gutes dazu trinken. Ne? Ich habe mir heute einen besonderen Wein dafür ausgesucht. Das ist ein grüner Veltliner, also ein österreichischer Wein. Mhm. Guck mal aufs Etikett, ich habe heute was Besonderes rausgesucht. Ein nachhaltiger Wein mit Biene? Ja, der ist aus Bienenwachs gemacht. So. Nein, Spaß beiseite. Ich fand das Etikett einfach schön. Crazy Creature, das ist ein Winzer aus Österreich, der hat so verschiedene, einfach nette, witzige Etiketten. Das hat jetzt nichts mit dem Weininhalt zu tun. Spaß beiseite, als grüner Veltliner, der hat halt eine schöne Säure und hat viel Kraft und ist einfach eine gute Komponente, die sich auch hervorragend ergänzt zu dem, was wir heute essen. Und übrigens, der Wein ist auch vegan. Oh, ja? Wow. Also so viel dazu. Haben wir gleich was ganz Leckeres dazu. Sollen wir den mal probieren? Gerne. Was für eine schöne helle Farbe der hat. Danke für die Einladung. Auf dein Wohl. Ja? Sehr zum Wohl. Prost. Prost. Was sagst du? Super. Schmeckt sehr lecker. Schmeckt, ja? Ja. Hat eine schöne Fruchtaromatik. Mhm, ja. Ist so, passt, glaube ich, ganz gut zu dem Gemüse und zu der Kokosmilch, aber auch eine gewisse Säure, so als Gegenpol. Ist übrigens auch ein Tipp, jetzt nicht nur was den Wein betrifft, wenn ihr mit Kokosmilch kocht, sorgt immer dafür, dass eine Fruchtigkeit und noch ein bisschen Säure da ist, sonst schmeckt das relativ schnell kompakt und mächtig. Wollen wir mal gucken, was unser roter Linseneintopf macht. Das aus. Es riecht auch lecker. Mega. Nur mal kurz abschmecken, sehr gut. Wo wir noch würzen müssen. Die Linsen sind gut. Geschmacklich fehlt mir einfach noch ein kleines bisschen mehr Würze, ein bisschen mehr Bums und noch ein bisschen Salz. Aber ihr erinnert euch, Salz haben wir auch vorhin nur ganz sparsam verwendet, sonst wären die Linsen nämlich nicht gar geworden. Kreuzkümmel damit rein und ein wenig von dem indischen Curry. Wenn du vorhin aufgepasst hast, würdest du dich jetzt wahrscheinlich fragen, warum würzen wir jetzt mit Curry nach? Muss der nicht angeröstet werden? Zum Nachwürzen funktioniert das, aber um so eine Grundwürze reinzukriegen, würde das jetzt sonst nicht so gut funktionieren. Mhm. Man kann dafür hellen Balsamico nehmen, man kann dafür auch anderen Essig nehmen. Ich finde aber, der passt einfach von der Aromatik gut dazu. Wir geben jetzt hier einfach nur ein paar Tropfen von dem dunklen Balsamico rein.
Das rundet den Geschmack einfach ein bisschen ab und gibt dem ganzen Gericht noch eine kleine Säure innerhalb des Gerichtes. Mmh. Ist perfekt. So ist es perfekt. Max, dann würde ich sagen, dann richten wir jetzt an, oder? Ja, auf geht's. Okay. Das ist für den verregneten Tag draußen heute irgendwie genau das Richtige. Gibt's noch ein bisschen Koriander obendrauf. Bei Max machen wir das wirklich nur ein ganz bisschen. So. Ausreichend? Ja. Das Auge isst ja mit. Oh. So muss das sein. Außen schön kross und innen noch fluffig. Ja, Max, lass uns anstoßen. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Hat Spaß gemacht. Ja, muss ich auch sagen. Jetzt muss es nur noch schmecken. Das kosten wir jetzt mal, würde ich sagen, oder? Guten Appetit. Ja, danke dir auch. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Spaß am Nachkochen von unserem vegetarischen Linsencurry. Überhaupt, wenn euch der Kanal gefällt, lasst mir gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr anderes vegetarisches Gericht ausprobieren wollt, ich habe neulich zusammen mit Gerd Simon ein cremiges Safran-Risotto gekocht, dann klickt hier und guckt es euch an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video. Euch eine gute Zeit. Ciao.